Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descent. Heute, ihr habt es ja Titel schon gesehen, geht es um die nächsten Updates. Ihr solltet alle gestern schon Update 1.1.5 bekommen haben. Da gab es einige Bugfixes, Änderungen zu Ether 0, die ihr wahrscheinlich heute schon im Shop gesehen habt. Es gab einige Leute, die aus Versehen Kristallkatalysator und Energieaktivator Blueprints verkauft haben. Die wurden gerestockt, das sollte natürlich nicht so sein. Durch die Duplikate gingen die leider verloren. Die sind alle zurückgekommen. Also der ein oder andere von euch wird dann wahrscheinlich Minusgutscheine haben, weil die Gutscheine, die ihr dadurch bekommen habt, wahrscheinlich ausgegeben habt. Jedenfalls, das wurde alles behoben. Die Dinger können wir nicht mehr verkaufen. Ansonsten gab es ganz, ganz viele unterschiedliche Fixes zur Infiltration 400% und, und. Darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es darum, was wird in der nächsten Zukunft kommen. 1.1.6 und vor allen Dingen, wann die neuen Patches kommen und auch was in den Patches drin sein wird. Ich glaube, der ein oder andere von euch hat sich schon gefragt, ey, wann kommt das eigentlich da mit den Reaktoren? Wann kommt das eigentlich mit der Defense-Mission, die ja überarbeitet werden soll? Und darüber geht's heute. Da würde ich sagen, fangen wir direkt an, weil das erste Update bei 1.1.6 wird kommen am 30. Oktober. Es war von Anfang an geplant, dass am 30. Oktober eigentlich Update 3 rauskommen sollte. Das hat sich ja alles umgeändert, das kam ja jetzt schon am 10. Oktober raus. Aber am 30. Oktober kommt dann endlich die Änderung hier zu den Sondereinsätzen, zu den Defense-Missionen. Da ist ja aktuell so, dass hier zum Beispiel 21 Wellen verfügbar sind. Das wird sich drastisch ändern. Es wird nicht mehr so sein, dass man zu den Gegnern jeweils hinrennen muss. Gerade bei den Culpa- und Defense-Missionen, wo es verschiedene Orte gibt, wo man immer wieder hinrennen musste, das wird es nicht mehr geben. Und auch diese 21 Wellen wird es nicht mehr geben. Es werden maximal 10 Wellen sein und die Gegner werden immer an einem Spot sein. Außerdem sollen diese Sondereinsätze, diese Verteidigungseinsätze, explizit dafür genutzt werden, um die Waffen zu leveln und die Waffen schneller zu leveln. Bedeutet, dass man hier nochmal extra Erfahrung für die Waffen bekommt. Und es gab da ja schon das ein oder andere Bild und GIF und so weiter. Das kann ich alles mal einblenden. Wie das Ganze aussieht, es wird so sein, dass an einen kleineren Bereichen, kleineren Orten Gegner spawnen werden und ihr nicht mehr so weit umherlaufen müsst aus vielen verschiedenen Seiten, die Gegner kommen, sondern stellt euch das so ein bisschen vor wie nur eine 400%-Operation, dass ganz viele Gegner auf einem Fleck sind und das einfach immer wieder durch Wellen mehr kommen und man eben nicht so viel rumrennen muss. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Verlorene Hoffnung, Donnerkäfig, aber auch die ganzen AOE-Monster wie Bunny und Frayna werden da bestimmt extrem gut reinrasieren. Die Waffenerfahrung könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie hier diese Hauptbelohnungen. Die könnt ihr dann als zusätzliche Belohnung verdienen. Wie das Ganze implementiert wird, bleibt noch abzuwarten, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber cool, dass es hier dann ein Ort gibt, wo man die Waffen extrem leveln kann. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass dann natürlich die Zeit viel kürzer ist. Also ich erinnere mich zurück, ganz, ganz, ganz am Anfang, Kingston, Verteidiger Albion Ressourcen war so das Ding, wo man gelevelt hat. Wird wahrscheinlich heutzutage niemand oder die wenigsten nochmal machen. Aber auch diese mindestens 30 Minuten werden wegfallen. Das Ding wird nicht mehr 30 Minuten dauern, sondern maximal 15 Minuten, wenn ihr alle Wellen durchgeht. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, ja, Besserung des Systems. Ich war eigentlich immer ein Fan von diesen Sondereinsätzen, aber aufgrund der ganzen anderen Sachen, die man so machen kann, ist das immer so ein bisschen ins Hintertreffen gegangen. Auch die Morphe, die man hier bekommen konnte. Wer hat hier noch Morphe gesammelt, der auf schwer war? Das hat kaum noch jemand gemacht. Also finde ich auf jeden Fall gut, dass hier ganz, ganz viel Liebe mit reinkommt. Und dann hat mich schon einige gefragt, ey Lu, wann kommt eigentlich die Änderung zu den Reaktoren mit rein? Weil das wurde ja auch announced, dass die Reaktoren überarbeitet werden. Aktuell ist ja so, dass ihr für jede Waffe, die ihr nutzt, einen Reaktor braucht. Und es ist natürlich blöd, dass ihr drei Waffen mitnehmen könnt, aber nur einen Reaktor. Und wenn ihr dann im Fight seid und die Waffe wechselt, so wie ich das aktuell mit meinem Frayna-Build macht, übrigens Frayna-Build hier oben einmal verlinken, dann verliert man die Fähigkeitsstärke von dem Reaktor. Wenn ich also auf mein bleibendes Vermächtnis gehe, um ein bisschen Schaden rauszuhauen auf einen Boss, dann verliere ich gleichzeitig aber auch die Fähigkeitsstärken von dem Reaktor. Und da soll es in Zukunft so sein, dass jeder Reaktor auch für drei Waffen ausgelegt ist. Bedeutet, wenn ihr einen Reaktor habt, könnt ihr diesem Reaktor zwei weitere Waffen hinzufügen. Wie genau das dann vonstatten geht, da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen wieder, weil das wird natürlich noch nicht so ganz preisgegeben.
gegeben. Aber es wird, ich stelle es mir so vor, dass man einfach einen Reaktor hat und da, wo jetzt gerade Verwendung Geheimer Garten steht, stehen einfach noch zwei weitere Waffen drunter, sodass man einfach bei jedes Mal, wenn man einen dieser drei Waffen nutzt, diesen Effekt oder diese Fertigkeitsstärke hat. Wo wir gerade bei Reaktoren sind, möchte ich eine Sache mal anmerken, die mir aufgefallen ist. Ich habe jetzt in letzter Zeit für Yujin und für Frainer Reaktoren gesammelt und muss sagen, dass da irgendwie ein neues System implementiert wurde, was mir so nicht ganz bewusst war. Weil ihr kennt das ja, wenn ihr hier auf schwer stellt und dann hier auf der Karte seid, dann könnt ihr mit R3 schauen, ey, wo gibt es aktuell welchen Reaktor. Und in meinem Fall wollte ich Kälte farmen, Kälte Standardmunition, gibt gerade keinen coolen für Haley, für Dimension, deswegen habe ich hier einfach irgendeinen gefarmt, Lagerstätte und da zum Beispiel die Kulpermine. Und wenn ich da aktuell zur Kulpermine gehe, dann gibt es dort eben nicht nur den Eisreaktor, sondern auch einen Blitzreaktor, 50-50. Und das macht es natürlich unfassbar nervig und schwierig, den richtigen Reaktor zu finden. Das war sowieso immer übertrieben, Pain, da einen guten Reaktor zu finden, beziehungsweise den perfekten Reaktor zu finden. Und jetzt ist das auch noch so zwiegespalten und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht weiß das ja ein Profi im Chat, weil wenn ich hier schaue, gibt es kein anderes Abbaustätte. Das ist das einzige Abbaustätte und eigentlich sollte es dort nur diesen Eisreaktor geben und eben nicht noch zusätzlich einen anderen Reaktor. Ich habe das schon ein paar Mal auch im Chat gelesen, dass es bei anderen auch so ist, dass man plötzlich zwei unterschiedliche Reaktoren in einem Gebiet hat und das finde ich super, super schade und schlecht. Ich hoffe auch, dass demnächst oder irgendwann es die Möglichkeit gibt, diese Eigenschaften bei einem Reaktor unten vielleicht zu rollen, so wie es auch auf den Waffen ist. Dasselbe gilt meiner Meinung nach auch für die Komponenten, wo man ja auch immer zwei Sachen drauf hat, die man einfach finden muss, die man auch nicht rollen kann. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach noch ein bisschen Luft nach oben. Aber freuen wir uns erstmal, dass man zumindest bei den Reaktoren, die man bisher hat, noch andere Waffen dann später hinzufügen kann. Auch eine interessante Sache, es werden Ultimate-Waffen nochmal adjusted. Wir haben ja vor einigen Wochen, vielleicht sogar Monaten schon, einige Änderungen bekommen. Ich erinnere mich da an Gregs umgekehrtes Schicksal oder auch die Änderung an Bleibendes Vermächtnis und die Änderung an Geheimer Garten. Da gab es einige Änderungen in der Vergangenheit und da sollen wohl nochmal Änderungen kommen in der näheren Zukunft, wo einige Ultimate-Waffen hier angepackt werden und einiges hin und her geschoben und geupdatet wird. Im November, das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, gehe ich dann stark davon aus, dass es so langsam in Richtung Season 2 geht mit erster Sneak Peek und welche Charakter und so auf uns zukommen werden. Wir wissen ja, zwei Charakter werden auf jeden Fall kommen. Ein normaler und ein Ultimate-Charakter. Wir wissen noch überhaupt gar nicht, was da uns erwartet. Aber da kann man schon mal so langsam anfangen, ein bisschen gehypt zu sein. Ist nicht mehr lange hin. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Würde mich super freuen. Ist komplett kostenlos. Würde ich mich mega freuen. Und natürlich den Like-Button einmal drücken. Ist auch komplett kostenlos und mega nice Support. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.